Sehr geehrte Damen und Herren, heute treffen wir uns traditionell am 1. November-Sonntag hier auf dem Gemeindefriedhof, um uns an unsere Gemeindemitglieder zu erinnern und an 6 Millionen Schwestern und Brüder, die während des Holocaust ermordet wurden, zu denken und ihrem Schicksal teilzunehmen und für sie zu beten. Begrüßen möchte ich unseren Landrat Klimpel, Herr Landrat Außerdienst Süberkrüb, Herr Landrat Außerdienst Welt. Er ist der Vorsitzende vom Freundeskreis der Gemeinde, die Herren Bürgermeister Tesche aus Recklinghausen, Krawania aus Kastrop-Rauxel, Möller aus Herten, Stockhoff aus Dorsten, die stellvertretenden Bürgermeister Frau Donnerbeck aus Marl und Frau Schmitz aus Datteln und Herr Kemper aus Oerkenschwick, die ersten Beigeordneten Herrn Weichelt aus Gladbeck, Frau Polizeipräsidentin Zurchhausen, der Herr Bundestagabgeordnete Schwabe, Frau Superintendentin Karpenstein, Propst Kemper und Vertreterinnen und Vertreter der religiösen Gemeinschaften aus Politik, Verwaltung sowie aus vielen gesellschaftlichen Einrichtungen und Gruppen. Freunde der Gemeinde und unsere Gemeindemitglieder. Meine persönliche Begrüßung geht an meine Kollegen aus Gemeinde Bad Nauheim, Herrn Manfred de Vries. Er ist der Sohn von Herrn Ludwig de Vries, erster Gemeindevorsitzender nach dem Zweiten Weltkrieg. Unter seiner Leitung wurde die Gemeinde wiedergeboren. Herr de Vries, heute ist unser Hauptredner. Leider kann ich Herr Rolf Abrahamsson, unser ehemaliger Vorsitzender und Ehrenvorsitzender, welcher regelmäßig gerne diese Veranstaltung besucht hat, nicht begrüßen, da er im Dezember letzten Jahr leider verstorben ist. Heute bereiten wir ihm eine besondere Gedenkzeremonie. Liebe Freunde, wie Sie wissen, wurde unsere Gemeindemitglieder, Einwohner der Stadt und Kreises Recklinghausen, vor genau 80 Jahren im Jahr 1942 in das Ghetto in Riga deportiert. Vor 79 Jahren wurde das Ghetto in Riga liquidiert. Am 3. November 1943 wurde die Überlebende dieses Ghetto in Konzentrationslager Auschwitz, Treblinka, Majdanek und Maidhausen gebracht. Diese grausame Ereignisse ist eines der traurigsten in unserer Gemeindegeschichte. Nur wenige zurückgekehrt. Und unter ihnen Ludwig de Vries, Mina Aron, Rolf Abrahamsson und andere, die unsere Gemeinde wiedergeboren und dieses Gedenktag festgelegt haben. Und heute stehen wir zusammen und bitten alle zu tun, dass so etwas nie wieder geschehen wird. Und ich werde nicht müde, jedes Jahr zu wiederholen, dass ich als Vorsitzender jüdischen Kultusgemeinde hoffe, dass unsere Gemeinde weiterhin sicher und friedlich im Kreis Recklinghausen leben kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Mittelpunkt der heutigen Gedenkveranstaltung steht die Enthüllung des restaurierten Gedenkmals. Das überlebende Heimkehrer 1948 auf unserem Friedhof aufgestellt haben. Es erinnert an die 215 ermordeten Mitglieder der Gemeinde. Ludwig de Vries, erster Gemeindevorsitzender nach dem Zweiten Weltkrieg, war der Initiator dieser Gedenkstätte. Die Inschrift lautet:
zum ewigen Gedenken an unsere ermordeten Brüder und Schwestern. Die Namen aller Gefallenen sind auf der Rückseite eingraviert. In dem knapp dreiviertel Jahrhundert, das seit seiner Ausstellung vergangen ist, ist das Denkmal baufällig geworden, hat Ritze bekommen und ist einsturzgefährdend. Wir haben daher beschlossen, das Denkmal vollständig zu restaurieren und dabei sein ursprüngliches Aussehen zu bewahren. Die Restaurierung wurde durch die Gemeinde zusammen mit den Erben der Familie Ludwig de Vries und Mina Aron und unter aktiver Beteiligung der Stadt Recklinghausen ermöglicht und von der Firma Volt Grabmale aus Oer-Erkenschwick durchgeführt. Sehr geehrte Anwesende, vor Ihnen steht ein historisches Foto vom 12. September 1948, das den Moment der Enthüllung des Denkmals zeigt. Auf dem Foto sehen Sie Ruth Eichenwald links und Irma Salomons rechts, Fahnenträgerinnen von Riga-Überlebenden. Heute, nach der Restaurierung des Denkmals, möchten wir die Ereignisse, die sich vor fast 75 Jahren abgespielt haben, wiederholen. Und ich lade Inga und Manfred de Vries und Fahnenträgerin und Herr Torgmann, diese Ereignisse gemeinsam zu rekonstruieren. Deine Frau auch? Ja, meine Frau auch. Ja, sie verstehen, deine Frau sei ja. Ja, klar. Geschehen. Und deine Enkel auch noch. Dein Sohn auch. Die Enkel, so der Priest. Nein, nicht eine. Die erste Kerze. Die erste Kerze anzünden. Die erste Kerze. Danke fürs Foto auch. So, danke schön. Wir gehen gerne. Wir haben so viele Bürgermeister hier, ja, und uns so vereint, alle sollen teilnehmen, die Bürgermeister Tesche und Stockhoff, Herr Müller und Cavagna aus Gastburg. Jetzt werden wir die Stellvertreter von Stadt Marl, Frau Schmitz aus Gladbeck, aus Datteln
und der Kämpfer aus Eckenschwick. So, jetzt unsere Jugend mit der neuen Jugend, mit den Schauspielern, Herr Brambach. Jugend ist immer gut. Und die Jugend unserer Gemeinde. Jetzt, Superintendentin Rock, der Rabbiner aus Dortmund, leider noch nicht da. Einige mit Grenze hier. Die Grenze kann man Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich habe hier viele Freunde in Recklinghausen, ich bin hier aufgewachsen. Was bedeutet Heimat? Es bedeutet Geborgenheit, Wärme, sich an diesem Ort wohlzufühlen und in Sicherheit sein Leben gestalten zu können, in der Gewissheit, in diesem Ort die Früchte seiner Anstrengungen einfahren zu können. Man darf alles unternehmen, solange Gesetze eingehalten werden. Das ist Freiheit. In den 30er Jahren haben die Nazis dafür gesorgt, dass diese Freiheit nur den Nazis zukam. Juden wurden alle Menschenrechte aberkannt. Dem folgte auch durch die Umkehr der Justiz auf Diktatorenniveau der legalisierte Raub. Auch meine Familie wurde beraubt und deren Menschenrechte aberkannt. Meine Großeltern haben für das deutsche Volk im Ersten Weltkrieg gekämpft und waren absolut der Meinung, dass dieses Land ihnen nichts antun würde, wie man sich doch täuschen kann. In Recklinghausen blieb nur meine Mutter Martha Markus und wenige KZ-Rieger-Überlebende übrig. Mein Vater Ludwig de Vries war Auschwitz-Überlebende und kam wegen dem Schlachthof. Er war Viehhändler in Laden nach Recklinghausen, traf meine Mutter und sie heirateten am 9. April 1946. Meine Eltern haben neben dem Aufbau des Obst- und Gemüsegroßhandels schnellstmöglich in Recklinghausen jüdisches Leben ermöglicht. Nach dem Krieg gab es in Recklinghausen 16 jüdische Menschen. Abrahamsohn war auch dabei. 1946 luden meine Eltern zum ersten Gottesdienst in unserer Wohnung ein. Mein Vater hatte die Tora in Laden versteckt. Zu diesem ersten Gottesdienst brachte er diese Tora nach Recklinghausen. Er versammelte die zurückgekehrten und die aus den Lagern heimatlos gewordenen Juden um sich, organisierte Treffen zu Festen und Feiern, ließ 1948 den verwüsteten Friedhof wieder herrichten und stiftete dort ein Ehrenmal für die 215 ermordeten Juden der Gemeinde Recklinghausen. Meine Eltern hatten gerade das Geschäft aufgebaut und sie benötigten Lastwagen. Mein Vater sagte meiner Mutter, dass es wichtiger ist, dieses Ehrenmal für die ermordeten Menschen zu bauen, der Lastwagen kann warten. Das Ehrenmal wurde 1948 mit Israelfahnen an jeder Seite für die 215 ermordeten Recklinghauser Juden feierlich eingeweiht. Die meisten waren enge Verwandten meiner Familie. Der Vorstand der jüdischen Gemeinde zusammen mit der Stadt Recklinghausen und die christlich-jüdische Gesellschaft hat dafür gesorgt, dass am ersten Sonntag im November jedes Jahr eine Gedenkfeier für die ermordeten Recklinghäuser Juden hier in diesem Ehrenmal stattfindet. Wenn man die Namen der Ermordeten nicht in Erinnerung ruft, hier durch dieses Ehrenmal,
wäre es so, als ob diese Menschen nie gelebt hätten. Ganze Familien würden ausgelöscht. Und somit kann keiner für diese Menschen direkt Kaddisch sagen und somit sich an diese Menschen erinnern. Dieses Ehrenmal ist ein kleiner Ersatz für dieses Erinnern. Ich möchte mich bedanken bei allen, die mitgeholfen haben, dieses nach über 70 Jahren erodierte Ehrenmal im neuen Glanz erstrahlen zu lassen für zukünftige Generationen. Der Stab wurde von diesen ermordeten Menschen an unsere neue Gemeinde Recklinghausen weitergegeben. Über mein Vater Ludwig de Vries, Minna Aaron, Herr Abramsohn und nun Herr Gütkin. Mit dem Wissen um diese Menschen kann man nur hoffen, dass die Gemeinde sich so positiv weiterentwickelt, wie sie sich in den letzten 70 Jahren entwickelt hat. Auch hierfür meinen Dank an Dr. Gutkin und Herrn Tuckmann. Ohne diese Ehrenmal wäre das deutlich schwieriger und erfüllt mich mit Stolz, dass meine Eltern dies ermöglicht haben. Ich bedanke mich auch im Namen meiner Schwester Inge Steindler für so viele Recklinghäuser, die heute dieses Denkmal mit uns einweihen, und den Recklinghäuser Politiker, die uns über diese 70 Jahre äußerst tatkräftig unterstützt haben. Meinen herzlichen Dank an Sie alle. Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Institutionen, lieber Herr Dr. Gutkin, liebe Mitglieder der jüdischen Kultusgemeinde, meine sehr geehrten Damen und Herren. Am 20. Januar 1942 trafen sich 15 Vertreter der NSDAP, der SS und mehrere Reichsministerien in einer Villa in der Nähe von Berlin. Geladen hatte der Chef der Sicherheitspolizei, Reinhard Heydrich, zu einer Besprechung mit anschließendem Frühstück. Das Treffen, das schließlich unter dem Namen Wannsee-Konferenz in die Geschichte eingehen sollte, dauerte gerade einmal 90 Minuten. Fast wäre es eine normale Konferenz gewesen. Wäre es nicht um die sogenannte Endlösung der Judenfrage gegangen. Das ZDF hat in diesem Jahr in einem, wie ich finde, sehr aufwühlenden und sprachlos machenden Film dargestellt,
wie kalt, nüchtern, präzise und bürokratisch an diesem Tag von den Teilnehmern der Konferenz der organisierte Massenmord an 11 Millionen Menschen jüdischen Glaubens in Europa geplant wurde. Der Beschluss der Wannsee-Konferenz sollte schließlich zu Ende bringen, was in Europa längst in vollem Gange war: der Holocaust, der nationalistische Völkermord an allen Menschen jüdischen Glaubens. Bis zum Kriegsende 1945 wurden in Europa über 6 Millionen Juden systematisch ermordet. Im November 1942 wurden über 3000 Juden, unter ihnen 300 Kinder, aus dem Kreis Recklinghausen, aus Bochum, Dortmund und Gelsenkirchen deportiert. Viele von ihnen fanden in den zahlreichen Konzentrationslagern den Tod, nur ganz wenige überlebten. Bei meinem kürzlichen Besuch in der Synagoge in Gelsenkirchen fiel mir ein sehr großes Gemälde am Ende des Foyers auf. Es handelt sich um ein Bild des Essener Künstlers Jürgen Marose mit dem Titel Heimkehr. Es zeigt ganz schemenhaft eine Gruppe, eine eher kleine Gruppe von Menschen, die den Holocaust überlebt und in ihre Heimat zurückgekehrt ist. Faszinierend an diesem Gemälde ist, dass, wenn man sich ihm in kleinen Schritten nähert, man den Eindruck gewinnt, als würde sich diese Gruppe Menschen bewegen und auf den Betrachter zukommen. Die Tatsache, dass diese Gruppe Menschen klein und äußerst überschaubar ist, hat mich sehr berührt. Es waren eben nur einige wenige, die lebend zurückgekehrt sind. In Gelsenkirchen waren es 18 und in der jüdischen Gemeinde Recklinghausen, wir haben es gerade gehört, 16. Wir sind deshalb hier, um an die Menschen zu denken, die ermordet wurden. Wir wollen und wir müssen daran denken und es immer wieder aussprechen, was den deportierten Juden angetan wurde, wie sie zuvor drangsaliert und schikaniert und nachher einfach brutal umgebracht wurden. Wir müssen darüber sprechen, heute, in Zukunft, immer. Wir müssen daran denken, damit Kraft und Lebendigkeit unserer Erinnerung wach bleiben. Diese Erinnerung bleibt eine fortwährende Verpflichtung, sich mit der Vergangenheit, mit unserer Vergangenheit, ganz speziell mit der Vergangenheit hier im Kreis Recklinghausen auseinanderzusetzen, wo und wann immer Gelegenheit dazu besteht. Der Gedenktag im Monat November kann die Ereignisse von Riga nicht begreifbar oder fassbar machen. Aber das Gedenken und das Erinnern an all das, was zum endgültigen Kulturbruch und zur Katastrophe führte, muss uns Mahnung und Warnung sein und bleiben. Einer der Überlebenden der Deportation war Rolf Abrahamsson. Der gebürtige Maler ist gerade einmal 17 Jahre alt, als er aus seiner Heimatstadt zunächst ins Ghetto und später in ein Konzentrationslager deportiert wird. Am Ende wird er 7 verschiedene Konzentrations- und Arbeitslager knapp überleben, als einziger aus seiner Familie. Am 23. Dezember letzten Jahres ist Rolf Abrahamsson gestorben. Er sei friedlich eingeschlafen, so schildert es uns seine Familie. Als Überlebender der Shoah und des geplanten Massenmordes sah er sich dazu verpflichtet, insbesondere junge Menschen über die grausame Zeit der Nationalsozialisten mit ihren menschenverachtenden Verbrechen aufzuklären. Er sah eine große Verantwortung gegenüber den Menschen, die er im Holocaust verloren hatte. Es muss einen Sinn haben, dass ich überlebt habe, war seine feste Überzeugung. In unzähligen Vorträgen an Schulen in unserem Kreis hat er über sein Leben berichtet. Sein unermüdlicher Kampf gegen jede Form von Hass, Intoleranz, Diskriminierung, Ausgrenzung und Antisemitismus wird auch nach seinem Tod weiterleben, muss auch nach seinem Tod weiterleben. Wir alle wissen genau, dass Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus in unserem Land längst nicht verschwunden sind. Erst kürzlich für öffentliche Zahlen belegen dies leider mehr als deutlich.
Laut einer neuen Studie des Sachverständigenrates vertreten je nach Bevölkerungsgruppe und Form von Antisemitismus 10-50% aller Befragten in Deutschland judenfeindliche Einstellungen. Diese Einstellungen bleiben leider nicht mehr im Verborgenen, sondern es zeigt sich immer mehr auch in Form von öffentlicher Gewalt. In diesem Jahr gab es in Deutschland bereits mehr als 1500 antisemitische Straftaten, darunter Angriffe und Beleidigungen gegen Menschen, die eine Kippa tragen, oder Sachbeschädigungen an jüdischen Einrichtungen. Und ich weiß nicht, wie Ihnen es geht. Ich finde es beklemmend, in ein Gotteshaus zu gehen und davor steht ein Polizeiwagen mit jungen Beamtinnen und Beamten drin, die darauf aufpassen, dass nichts passiert, während Menschen dieses Gotteshaus besuchen. Ich jedenfalls schäme mich dafür. Es ist eine beängstigende und alarmierende Entwicklung, die ihr Ende längst nicht erreicht hat, denn sie wächst mit jeder Krise weiter an. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor einem Jahr wussten wir nicht, dass Russland Krieg gegen die Ukraine und damit Krieg gegen die freien Völker dieser Welt führen wird. Nach der Corona-Krise kommt nun die nächste Herausforderung auf die Staaten Europas, auf Deutschland und auch auf uns hier vor Ort zu. Wir haben es jetzt mit einer Vielzahl von Geflüchteten aus der Ukraine zu tun, aber auch aus Nordafrika und Asien. Es ist absolut selbstverständlich, dass wir diese Menschen unterstützen. Der Kreis Recklinghausen und die 10 Städte sind seit Monaten ohne Unterlass bemüht, den Menschen, denen man ihre Heimat nimmt, einen Aufenthalt hier so erträglich wie möglich zu gestalten. Die Unterstützung dieser Menschen kostet Kraft, Ausdauer, ja, und auch Geld. Aber trotzdem bin ich der Bürgermeisterin und dem Bürgermeister in unseren Städten sehr, sehr dankbar, dass sie mit ihren Verwaltungen diese Arbeit, diese Aufgabe übernommen haben und sich um diese Menschen kümmern. Hinzu kommt die Energiekrise, die Inflation, die damit steigenden Preise bei Lebensmitteln, welche den Menschen aktuell große Sorgen bereitet. Sie fürchten um Sicherheit und Wohlstand und in Deutschland, in Europa, aber auch natürlich bei uns. Man kann ein gewisses Verständnis natürlich dafür haben. Es ist ein liebgewonnenes Gefühl, das auch auf unsere Geschichte natürlich zurückzuführen ist. Unverständlich bleibt jedoch für mich, dass Menschen in unsicheren Zeiten Zuflucht bei radikalen Kräften und in vereinfachender Ideologie suchen. Das Mitlaufen bei Demos, bei denen offen Reichskriegsflaggen geschwenkt werden, sowie das Erstarken rechter Parteien in unserem Land, die offen antisemitisch agieren, beschämen mich. Die politischen Parteien am Rand sehen wieder einmal ihre Stunde gekommen. Wenn sie ihren Vertreterinnen und Vertretern zuhören, ist man entsetzt, mit welcher Hartherzigkeit gesprochen wird, wie kalt deren Wortwahl ist. Wenn dann auch noch zu beobachten ist, dass Menschen jüdischen Glaubens als Schuldige für Krisen und Probleme ausgemacht werden, dann zeigt das erschreckende Parallelen zu dem dunkelsten und grausamsten Kapitel unserer Geschichte auf. Auch damals gehörte das jüdische Leben zu Deutschland. Auch damals gab es diesen kaum sichtbaren, dennoch spürenden Antisemitismus in der Gesellschaft, der wie ein Geschwür war, im Verborgenen stetig anwuchs und immer größer wurde, bis es schließlich zu spät war. Wir dürfen, meine Damen und Herren, die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Wir müssen klare Linien ziehen. Radikales Gedankengut darf erst recht nicht in der gesellschaftlichen Mitte oder auf der demokratischen Bühne Platz finden. Wir müssen uns mit den radikalen Rattenfängern auseinandersetzen. Wir müssen auf ihre hohlen Phrasen reagieren. Wir müssen den Menschen klarmachen, dass die Typen das System, unser demokratisches System, nicht retten oder verbessern, sondern dass sie es schlussendlich abschaffen wollen. Wir dürfen es nicht unwidersprochen lassen, wenn jetzt wieder ein Brei zusammengerührt wird, in dem die als Schuldige ausgemacht werden, die für die Situation, in die sie geraten sind, nun wirklich nicht verantwortlich gemacht werden können. Jetzt ist die Zeit, in der wir ganz deutlich sprechen müssen. Jetzt ist die Stunde,
in der wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass wir handeln. Späte Reue wird uns nicht helfen. Jeder Einzelne von uns trägt dafür Verantwortung. Wir müssen unsere Stimmen heben, jetzt. Bertolt Brecht hat einmal gesagt, die Bürger werden eines Tages nicht nur die Worte und Taten der Politiker zu bereuen haben, sondern auch das furchtbare Schweigen der Mehrheit. Aufgrund unserer Geschichte dürfen wir niemals schweigen, niemals wegsehen, wenn wir Zeuge von Beleidigung, Beschimpfung oder Gewalt werden. Vor diesem Hintergrund ist es auch heute so wichtig, dass wir an diesem Tag der Deportation und der Vernichtung, eben dem Holocaust von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, gedenken. Das Erinnern darf niemals enden und soll uns auf ewig eine Mahnung sein. Nie wieder darf sich dieses grausame Morden wiederholen, nie wieder. Ich möchte allen herzlich danken, die mit großem Engagement das Erinnern einfordern und es auch mit Leben füllen. Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Gutgin und Herr Duckmann, meinen herzlichen Dank für Ihr Engagement und auch für die Durchführung dieses Gedenktages. Wir verneigen uns jetzt und hier in Demut vor den Opfern des faschistischen Terrors. Gott, du bist voll Erbarmen, der du in der Höhe thronst. Schenke vollkommene Ruhe und Frieden unter den Schwingen deiner Gegenwart in den heiligen und reinen Höhen, die leuchten wie der Glanz der Himmelsgewölbe all denen, derer wir heute gedenken, die in ihre Welt und Ewigkeit heimgegangen sind. Für unsere Gemeindemitglieder, die vor 79 Jahren nach Riga deportiert und umgebracht wurden, die heute noch gelebt und unsere Gemeinde geführt, mit uns hier gestritten und diskutiert hätten, aber leider stehen wir heute hier und beten für die Kinder, die zum Kindergarten gehen sollten und nach Riga deportiert wurden. Für die Schüler, die zur Schule gehen sollten und nach Riga deportiert wurden. Für die Frauen und Männer, die ihre Arbeit verrichten wollten und nach Riga deportiert wurden. Für alle Juden unserer Region, die nach Riga deportiert wurden, nur weil sie Juden waren. Für die 6 Millionen Männer, Frauen und Kinder, die ermordet wurden, weil sie Juden waren. Wir gedenken aller, die starben, als Wahnsinn die Welt regierte und das Böse in der Welt wohnte, als die Nazis und ihre Gehilfen in Europa herrschten. Wir gedenken derer, deren Namen in den endlosen Gedenklisten stehen und derer, von denen selbst der Name verloren ist. Wir trauern um ihre Güte und um ihre Weisheit, die die Welt hätte retten und so viele Wunden hätten heilen können. Wir trauern um den Geist und den Humor, der ermordet wurde, um das Lernen und Lachen, das für immer verloren ist. Wir gedenken jener nichtjüdischen Frauen und Männer, die den Mut hatten, außerhalb der Masse zu stehen und mit uns zu leiden. Alle sind ermordet, verbrannt, erschossen, erstickt, lebendig verbrannt, lebendig begraben und auf andere Art und Weisen umgebracht worden. Im Ghetto Warschau, in Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Majdanek, Treblinka, Dachau, Babi Yar, Sachsenhausen, Theresienstadt, Buchenwald, Mauthausen, Sobibor, Riga und in anderen Vernichtungslagern. Die verdiente Ruhe in Gottes Nähe und im Kreise der Gerechten und Heiligen. Die gesamte Gemeinde betet für ihre Seelen. Möge Gott, der Barmherzige, sie für alle Zeiten unter seinen Schutz stellen und sie in das Band des ewigen Lebens einschließen. Bei Gott mögen sie Geborgenheit finden und im Garten Eden ihre Ruhe. Und sie werden in Frieden ruhen, bis zu ihrer Auferstehung am Ende der Tage. Amen. Beten wir zum Allmächtigen, dass so etwas nie wieder geschieht. Wie es steht im Buche des Propheten Jesaja und bekräftigt Generationen danach im Buche Micha.
Denn von Zion geht aus die Lehre und Gottes Wort von Jerusalem. Und richten wird er zwischen vielen Völkern und über mächtige Nationen Recht sprechen. Und sie werden ihre Schwerter umschmieden zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird ein Volk wieder das andere das Schwert erheben und nicht mehr werden sie das Kriegshandwerk erlernen. Es wird ein jeder unter seinem Weinstock sitzen und unter seinem Feigenbaum, ohne dass jemand ihn stört. Amen. Er ist Rabbiner aus Dortmund, ist neu in Deutschland, verständigt mit dem Deutsch nie so komplett gut. Er hat mir gerade gesagt, erst einmal hält eine Rede in Deutsch. Ja? Ein kleiner. Liebe Freunde, hier an diesem Platz steht ein Gedenkstein, weil etwas, was niemals geschehen sollte, doch geschah. Wir haben uns heute hier versammelt, um zu mahnen, damit das, was damals geschah, nie wieder und mit niemandem sonst geschehen würde. Ich bin ein Nachkomme der Holocaust-Opfer. Ich stehe heute hier mit euch zusammen und sage ein Gebet und eine Botschaft an die Welt zu senden. Gedenkt dieser blutigen Tragödie, die mein Volk erlitten hatte und die niemals wiederholt werden darf. Schützt unsere Welt vor Unglück. Schützt das Leben und die Würde eines jeden Mensch und der ganzen Menschlichkeit. Shira malot yamakim kiraticha Adonai Adonai shima bekoli tiyen oznecha kashuvot lekol tachanunai im avonot tishmor ya Adonai miyamod ki imcha selicha leman tivarem kiviti Adonai kivta nafshi udvaro chalti nafshi Adonai mishomrim laboker shomrim laboker יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עמו פדות, והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו. יזכור אלוהים את ששת מיליוני אחינו אשר נספו בשואה, בדרה ובשריפות כבשן נכחדו. אף לנוכח סבלם המר ויד הימים המרצחת, שהשמידה ללא רחם גברים ונשים זקנים וטף, בעל תאבד אמונה בניצחון הטוב על הרע, בניצחון האמת על השקר, בניצחון החופש על השיעבוד, הנאהבים והנאמנים בחייהם, במותם לא נפרדו, אדוני נחלותם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן.
So, liebe Gäste, liebe Gemeindemitglieder, ist noch nicht zu Ende die Holocaust oder die Riga-Deportation-Veranstaltung, aber wir machen auch eine erweiterte Veranstaltung oder Gedenkstunde von Herr Abrahamsson, das bei uns nicht beim Juden Jahreszeit, heute Abschied zu nehmen nach einem Jahr, wo es schwer war für uns, für die Gemeinde und für die Familie Abrahamsson. Und letzte Journalist mit mir beim Abrahamsson ein Interview gemacht. Er sollte lieber selber erzählen, wie dein Erlebnis mit Herrn Abrahamsson. Bitte, Herr Spiess. Ja, ich habe Rolf Abrahamsson 2015 kennengelernt. Damals ging es um seinen 90. Geburtstag, das stand kurz bevor. Und wir hatten die Idee, ein Interview zu machen. Gemeinsam mit Isaac Turkmann sind wir zu ihm gefahren, nach Mahl in seine Wohnung. Damals lebte seine Frau auch noch. Wir haben uns begrüßt, uns hingesetzt, es gab Kaffee, Kuchen. Es war so ein sehr alltäglicher, fast banaler Rahmen, möchte ich sagen. Wir haben auch ein paar Worte gewechselt, alles ein paar Scherze sogar gemacht. Aber dieser Rahmen stand natürlich im krassen Gegensatz zu dem, was er dann erzählt hat und was mir also bis heute sehr in Erinnerung geblieben ist. Dabei hat sich diese Wirkung seiner Worte verstärkt dadurch, dass er auf mich sehr distanziert fast und ohne große Emotionalität wirkte. Er hat also dadurch die Wirkung auf mich verstärkt. Da frage ich mich heute, drängt sich mir die Frage auf, hatte das zu tun vielleicht mit der Routine, die er hatte, weil er vor so vielen Gruppen gesprochen hat, vor so vielen Schulklassen, angehenden Polizisten? Oder ist es vielleicht ein Selbstschutz, damit man ob des Grauens, das er erlebt hat, vielleicht den Verstand nicht verliert? Leider habe ich die Frage nicht gestellt. Rolf Abrahamsson war für mich dennoch jemand, der sich seinen Humor bis ins hohe Alter bewahrt hat. Er hat so einen Satz gesagt, wie früher war ich jung und schön, heute bin ich nur noch schön. Alles vor dem Hintergrund von Begebenheiten, die er erzählt hat, wie er zum Beispiel seiner Mutter Else ein Stück Brot zugesteckt hat durch einen Elektrozaun, wo er wusste, wenn das jemand sieht, werde ich sofort erschossen. Oder aber, dass er am Ende des Krieges noch 43 Kilo wog und auch gar keine Erinnerung an die Befreiung hatte, weil er in einer Art Delirium halt war. Er kann sich nur daran erinnern, am Ende, als er wach wurde, sagte er, war alles voller Brot. Und Brot war damals wirklich, sagte er, mehr wert als sein Auto. Also es war das Wertvollste, was er sich damals vorstellen konnte in dieser Welt, in der er mehrere Jahre leben musste im Konzentrationslager. Ich denke, diese Perspektive, die wird sicherlich fehlen. Also die Perspektive von Menschen, die dieses Grauen, dieses Leid erlebt haben. Wenn man Leute getroffen hat, wie eben Rolf Abrahamsson, das hat nochmal eine ganz andere Wirkung, als wenn man etwas aus Dokumentationen oder dem Schulunterricht gewahr wird. Und das wird sehr schmerzlich fehlen. Danke. So, am meisten, wir machen das vor dem Grab für den Verstorbenen. Und bei uns geht immer eine Lehre zu erweisen. Unsere einzige Lehre ist die Tora. Wenn ich darüber denke, gestern der Wochenabschnitt geht über Abraham, über die Enttäuschung, über eine Glaube und Hoffnung. Was für eine Enttäuschung hat der Rolf Abrahamsson gehabt? Ich musste nicht zurück zu der Holocaust-Zeit von Riga, sondern schon vorher hat schon gelitten, als Jude. Enttäuschung von der Gesellschaft hier, was er gehabt hat. Er ist zurückgekommen mit voll Hoffnung. Er wollte wieder was Neues aufbauen, neu anfangen. Hat die Gesellschaft gut aufgenommen, hat ihm gut gegangen nach der Holocaust-Serie in Gelinghausen oder in Marl. Was er erlebt, und wie er gelebt, meine Damen und Herren. Er hat mir gesagt, hier am Friedhof ist meine Zuhause. Wo ich wohne, ist meine vier Wände. Aber, was ich muss sagen, wenn man hier steht auf dieses jüdische Friedhof und denkt um diesen Mahmal, wo er selber hier gestanden hat, sich angeweiht mit Familie de Vries, Familie Aaron, Familie Weiß, Familie Menzel und so weiter und so weiter. Bei uns, man sagt bei Juden, wenn man stirbt, die müssen uns Gedanken machen um diese Person. Wir brauchen so viel Zeit, ein Jahr dauert, bis man begreift diesen Verlust. Der Verlust von Rolf Abrahamsson, das war unsere Leitwolf, unsere Gemeinde und eine Bindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Unsere Freude an die Zukunft, unsere Hoffnung auf gute Zukunft hier in Gelinghausen.
Uns geht gut, meine Damen und Herren, aufgrund guter Bürgermeister, Polizei, geht uns, wir können nicht nur beklagen, aber es gibt auch andere Themen, Abrahamsohn fand er nicht so gut. Wir fragen uns, wo er war, letzte bis 2012, als er kam, das erste Mal nach 20 Jahren, warum er nicht gekommen ist. Ich muss mir Gedanken machen, wie kommt das? Was für eine Enttäuschung, was für eine Erlitten der Herr Rolf Abrahamsohn, das weiß ich genau. Ich muss darüber nicht so viel reden, aber ich muss auf diese Hoffnung, was ich immer gehabt habe, dass morgen wird besser. Und die Hoffnung ist immer, gute Freunde zu haben. Und ich kann mich erinnern, ich war seit 2012 bei ihm jede Woche einmal zu Hause, nur vor halbe Stunde oder Stunde. Ich habe auch gute Leute da getroffen, aber er so strahlte. Genau wie unser Vater Abraham mit 90 noch gute Freunde kennenzulernen. Ist er niemals zu spät. Ja. Und seit 2012 hat er Landrat Süberkub damals kennengelernt. Und Frau Polizistin, Frau Zuhause. Und eine Stande, so große Freundschaft, dass man sagt, bei mir ist niemals zu spät. Und ich glaube, das gab ihm auch gute Freude, wieder nachher zurückzukommen. Er war jedes Jahr hier, leider letztes Jahr konnte er nicht mehr, weil er so krank war. Er wollte auch nicht mehr. Er hat mir auch gesagt, ich sage, ich kann nicht mehr. Wir haben uns begleitet. Und heute nehmen wir Abschied, auch materialischer Abschied. Der Sohn hat Pflicht erfüllt, deine Grabstein, das ist ein jüdischer Glaube, die letzte materialische Aufgabe, materialische Ausgabe von anderen. Er hat gut gemacht. Wir möchten gerne um andere auf Gelegenheit Kaddisch zu sagen heute mit uns vor deinem Vater. Dann lese ich Psalm von Herr Rolf Abrahamsohn, Michtamle David. Der Rabbiner folgt Psalm Karl L. und 130 gelesen. Ich lese Psalm 15, 16 vor Rolf Abrahamsohn. Michtamle David, Schmarani Elki Chassiti Bach, Amar Ladonai Adonai Tatovati Bilalecha. לקדושים אשר בארץ הם עבדי כל חפציבם. ירבו עצבותם אחר מערו, בלסטין יזכה מדם ובלשא את שמותם על שפתי. אדוני מנת חלקי וכוסי, אתה תוליך גורלי. חבלים נפלי בנימים, אף נחלת שפרה עליי. אברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות יסרוני כליותי. שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי ממיני בא למות. לכן שמח ליבי ועגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תתן חסדך לראות שחד. תודיעני, אור חיים שבע שמחות את פניך נעמוד, במנחה נצח. שמי רבה בעלמא דברא קירותי וימליש מלכותי בחשימום ופיימכון ופחשי דכל בית ישראל ועגלם ובזמן קריף ואימרו אמן. יהי שמי רבה ממרוך לעולם ולמעולם יתברך וישתבח ויתרסה ויתרומם ויתנשא ויתחדה ויתרדל ויתרלל שמי דקושה בריחו אל עלה מן כל ברכתה ולשתה בתוכששנו ונחמנו דה אמירן בעלמא ואמרו אמן. יראי שמה שלמה רבים שמליה ויראים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושו שלום במרומוף הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Ist auch Tradition, zu lesen kleine, ganz kurze Psalmstücke im Namen der Verstorbenen. Der Name von Rolf Abrahamsohn, jüdischer Name, war Shlomo. Ich würde lesen mit Rabbiner Avigdor diese Buch, diese vier kurz Psalmstücken in Hebräisch im Wechsel.
שרים רדפוני חינם, מדבחה פחד ליבי, סץ נוחי על אמרתך, כמוצא שלל רב, שקר שנאתי וטבע. תורתך אהבתי, שבע ביום עלתיך, על משפטי צדקך, שלום רב לאוהבי תורתך, ואין למוהו מכשול. סיבה לשעותך, אדוני, מצוותך עשיתי, שמרה נפשי, עדותיך ואהבה מאוד, שמעתי פקודיך ועדותיך, כי כל דרכי נגדך. לעולם אדוני דברך ניצב השמיים, לדור ודור אמונתך כוננת ארץ ותמון. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, ולתורתך שעשועי אז עבדתי בעוני. עולם לא אשכח פיקודיך כי בעם חייתני, לך אני אושייני כי פיקודיך דרשתי, לקיבור רשעים לעבדני עדותיך, את בונן לכל תכלה, ראיתי קץ רחבה מצוות מעודיך. מה אהבתי תורתך, כל היום משיחתי, מאוהבייתך כמצוותיך, כי לעולם היא לי. מקום למדע השכלתי, כי עדותיך שיחה לי, מסכנים את בונן, כי פקודיך נצרתי, מכל אורך כלאית לרגלי, למען אשמור דבריך, משפטיך לא סרתי, כי אתה הורת אני. מה נמלצו לחיקי, מרתך מדבש לפי, בפקודיך את בונן, על כן שנאתי, כל אורך שקר. היי. הורני אדוני דרך חוקיך ועצרנה עקב, הבינני ועצרה תורתך ושמרנה בחולב. אדריכני בנתי מזוותיך כי בה חפצתי, את ליבי אל עדותיך, ולעל בצוור עיני מראות שב בדרכיך חייני. הקם לעובדך עם רתך אשר יראתך, אבי חרפתי אשר יגעתי, כי משפטיך טובים, הנה תאהבתי לפיקודיך בצקתך חייני. אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים, קדושים, קדושים יותרים, כזרקי המזירים את נשמות אשר בן שלמה למשפחת אברהם זון, ואת כל הנשמות של חברי הקהילה היהודית מרקלינגהאוזן ושל ששת מיליוני היהודים חללי השואה באירופה שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם בידי המרצחים הגרמנים ועוזריהם משאר עמים, באושוויץ, טרבלינקה, מיידנק, ברגן בלזן, דכאו, ריגה וכל משאר מחנות השמדה באירופה. בעבור שכל הקהל מתפלל לילו נשמותם, לכן, לכן, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותם. אדוני הונח על אדם בגן עדן תהה מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר
Amen. Yit gadal v'yit kadash shemei rabba. Amen. Be'alma divrachiyotei v'yamlich malchutei. B'chayechon uf'yomechon uf'raytikol beit Yisrael. Ba'agala v'zman kariv v'imru amen. Yishmei rabba m'vurach. Le'olam l'olmi alma ya yit parach v'yishtabach v'yitpa'a v'yitromam. V'yitnasei v'yitada v'yitalel v'yitalal. Shemei dikitsho b'richu. Le'olam min kol b'yichata v'shirata. Tush b'chata v'nechamata. Damiron Balma Vimu Amen. Yeshmeh Maraba Minshmaya, Vahaim Alenu Valkol Israel Vimu Amen. Ose Shalom Imrumav, Uyase Shalom Alenu, Valkol Israel Vimu Amen. Ose Shalom Imrumav, Uyase Shalom Alenu, Valkol Israel. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ve'imru, amen. Ich danke alle für die Teilnahme an unserer Gedenkveranstaltung. Besonderer Dank an unseren Landrat Herr Klimpel, Herr Rabbiner Nosikow, Herr De Vries, Geiger Michael Nodelmann und Schauspieler Ehepaar Sabine Sommer und Martin Brambach. Dankeschön. Ja, also für mich ist es ein, sag mal, es ist eine Freude oder ein, ich finde das fast ein bisschen eine Verpflichtung, dass man an so einer Veranstaltung teilnimmt und sich diese Dinge, die damals passiert sind, auch nochmal vor Augen führt. Weil ich meine, wir Deutschen haben, wir haben eine große Schuld auf uns geladen und ja, das ist, vorhin wurde das ja auch schon in der Rede gesagt, ne? Das ist ja nicht, dass das vorbei ist, sondern das geht ja weiter. Das passiert ja immer wieder. Und das, jetzt haben wir ja mittlerweile auch Migrationen aus allen Teilen der Welt, auch aus arabischen Ländern. Und der Antisemitismus ist nicht weg. Der erstarkt immer wieder in unserer Gesellschaft, was ich unbegreiflich finde. Aber dass man da ein Zeichen setzt oder sich als Deutscher gerade auch da verhält, das finde ich selbstverständlich. Der erste Sonntag im November ist immer der Gedenktag der Deportation der Jüdinnen und Juden hier aus dem Kreis Recklinghausen, aus der Gemeinde, aus der Kultusgemeinde Recklinghausen, zu der auch Castrop-Rauxel gehört, die Deportation nach Riga. Und deswegen ist es wichtig, einmal im Jahr zu gedenken, was da passiert ist. Denn es hört nicht auf. Nie wieder ist das Motto, unter dem wir uns auch in diesem Jahr versammelt haben, wieder zu gedenken der Deportation. Und es ist wichtig, eben gerade auch den jungen Menschen unserer Gesellschaft immer wieder vor Augen zu führen, welches Leid wir Menschen anderen Menschen antun konnten und auch antun, immer noch heute in der Gesellschaft. Und deswegen ist es gut, innezuhalten und zu gedenken. Und deswegen bin ich dankbar für die Einladung der Stadt Castrop Rauxel, dass wir uns auch heute hier beteiligen durften. Ja, ich bin jedes Jahr gerne bei dem Gedenken hier mit dabei, weil es eben wahnsinnig wichtig ist. Es ist ein sehr trauriges Ereignis, dem wir gedenken, aber es ist eben unglaublich wichtig, sich zu erinnern. Ich freue mich, dass immer sehr viele Menschen hier mit dabei sind, dass auch die Bürgermeister der Städte mit dabei sind und dass wir eben dieses neue Mahnmal heute auch entsprechend einweihen konnten, Herrn Abrahamson gedacht haben, dass die Deportation von Jüdinnen und Juden nach Riga ist ein so schreckliches Ereignis, dass man sich eigentlich kaum vorstellen kann und kaum begreifen kann. Und desto wichtiger ist es, dass wir uns jedes Jahr daran erinnern.